So, willkommen zurück zum Transport Fever 2 Let's Play. Ich war schon fleißig, ich habe in knapp einer halben Stunde Arbeit, mühsamster Detailarbeit, wirklich jeden Scheiß umbenannt. Erstmal habe ich allen Städten, die noch keinen anderen Namen hatten, einen anderen Namen verpasst. Wir haben jetzt hier oben Osaka, Shanghai, Kuala Lumpur, Bangkok, Seoul. Konnichiwa und Yundarino hatten wir ja schon und hier unten, das hatte ich schon angekündigt, das ist jetzt Tokio. Hier ist aber schon Hochhaus entstanden, krass. Ja, damit jede Stadt jetzt erstmal einen Namen hat und ich habe auch bei der Gelegenheit natürlich schon mal alle Routennamen angepasst, aber ich habe auch wirklich jeden einzelnen blöden Bahnhof, jede Fabrik passend benannt. Also wirklich hier alles, was wir bislang schon angebunden haben, nur halt eben die Sachen, die wir noch nicht ins Netz angebunden haben, die habe ich jetzt noch nicht umbenannt. Das mache ich dann Schritt für Schritt, wenn wir neue Sachen anbinden. Für die Folge war ja ganz klar geplant, die Fluglinie einzurichten. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, sie von Shanghai nach Tokio zu bauen, mit dem Hintergedanken, dass ich von Osaka nach Tokio später den Shinkansen fahren lassen will. Der kommt 1964 raus, wenn ich richtig gegoogelt habe. Und dann werden wir eine riesige Highspeed-Linie von hier oben hier runter nach Tokio ziehen. Und deshalb heißt hier oben die Stadt auch Osaka, weil die berühmte Shinkansen-Linie, ich glaube, sie heißt Tokaido Shinkansen oder so, führt von Osaka nach Tokio. Das fand ich doch ganz passend und deshalb hauen wir jetzt einen Flugplatz, einen Passagierflugplatz hier nach Shanghai. Macht auch deswegen Sinn, weil Shanghai ja dieselben Güter braucht wie Tokio. Deshalb ist eine Flugverbindung zwischen diesen beiden Städten sicherlich nicht ganz verkehrt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den Berg möglichst nicht mit hineinbringe in die Landebahn, sonst wird das übel. Ich hoffe, dass die Stadt so noch wachsen kann, ne? Also, vielleicht sollte ich den Flughafen auch woanders hinbauen. Es ist zu nah am Berg. Hier würde natürlich auch gehen. Obwohl, dann fährt die hier voll in den Berg. Da müsste ich es schon so machen. Oder machen wir es mal ganz andersrum. So. Ich kann ja die Straße ja auch abreißen. Die hat an sich keinen Zweck, ne? Dann könnte ich hier den Flughafen hinbauen. Ich glaube, das mache ich. Dann kommt hier der Flughafen hin. Und dann brauchen wir jetzt in Tokio keinen Hangar. Da bauen wir dann den zweiten. Der kommt dann hier hin. Wir müssen ja auch bedenken, dass wir bald schon größere Flughäfen bekommen, irgendwann. Da sollten wir entsprechend Platz für einplanen, sonst wird das schwierig, das später an nahezu gleicher Stelle zu bauen. Ich möchte ja nicht zwei Flughäfen pro Stadt, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. So. Hier oben wird auch nochmal schön geglättet. Dann muss ich natürlich die beiden Flughäfen anbinden. Die Bäume hier ein bisschen wegmachen. Das ist natürlich nicht so praktisch. So, ziehen wir hier mal eine Schneise durch. Ja, ich weiß, Baumrodung, um dann auch noch mit Flugzeugen die Luft zu verschmutzen, ist heutzutage nicht mehr in. Aber ich glaube, vor exakt 200 Jahren. 200 Jahren, genau. Vor exakt 100 Jahren hat man sich da nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Da war das noch erlaubt. So. Dann ziehe ich hier eine mittlere Straße schön entlang. So, und dann verbinden wir die hiermit. Perfekt. Dann können wir eigentlich auch, oder beziehungsweise wir müssen jetzt eigentlich hier öffentlichen Personennahverkehr. Mir ist beim Schneiden aufgefallen, dass ich das total oft unnötig abkürze und öffentlichen Personenverkehr sage. Öffentlichen
oder öffentlicher Personenverkehr sage. Mir ist schon bewusst, dass es öffentlicher Personennahverkehr heißt, aber dieses Wort ist so lang und unnötig, dass ich das, glaube ich, oft ungewollt abkürze. Nur kurz dazu. Jetzt aber, kriegt die Stadt eine Tram oder einen Bus? Naja, Shanghai braucht eigentlich schon eine Tram, oder? Alles andere wäre eigenartig. Dann bauen wir die hier entlang. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach hier eine Straße lang. Wir verbinden das so. Da fehlt noch was. Tramdepot natürlich nicht vergessen. Und wir haben mittlerweile auch neue Bushaltestellen, sehe ich gerade. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Ich glaube, es gibt insgesamt drei oder vier verschiedene Optiken im Laufe der Zeit. Bahnhöfe sehen, glaube ich, auch schon anders aus. Habe ich gerade gesehen. Ja. Schade, dann können wir nämlich die alten. Ich glaube, ich habe kein einziges von den großen Bahnhofsgebäuden gebaut, von den alten, ne? Ich habe keinen Bahnhof bislang bearbeitet, so wirklich. Schade eigentlich. Naja. Man kann es nicht ändern. Jetzt ist es zu spät. Wo war ich gerade hier? Bushaltestellen. Nee, ich wollte das Tramdepot bauen. So. Hauen wir das doch mal schön hier an den Flughafen ran. So, und jetzt die Haltestellen. Kommt hier eine hin. Da, 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 da und da. Ich lasse in der Zeit das Spiel mal wieder laufen, damit wir Geld kriegen. Ich weiß nicht, wie teuer die Flugzeuge sind. Und dann können wir ein paar Trams kaufen. Natürlich die schönen neuen elektrischen Trams hier, die Moskauer Bahn. Erstmal 2 Stück auf die Linie. Wundervoll. So, das gleiche Spiel jetzt natürlich noch hier unten in Tokio. Und dann können wir Flugzeuge fliegen lassen. Das ist natürlich die Frage, wie wir das hier unten machen mit der Straßenbahnanbindung. Ich sehe auch gerade, die Stadt ist schon so krass gewachsen, habe ich das Gefühl. Zumindest hier in der Region. Dass wir vielleicht einfach jetzt noch zusätzlich eine Buslinie fahren lassen. Und dann quasi einen Shuttle einrichten vom Flughafen mitten in die Stadt rein. Wir müssen uns auch schon mal einen Platz raussuchen, auch wenn es noch 40 Jahre hin sind. Damit ich einen schönen zentralen Bahnhof später für den Shinkansen habe, ich möchte ihn nicht irgendwo ganz außerhalb der Welt platzieren müssen. Weil das soll schon das Herzstück dieser Karte werden, diese Highspeed-Route. Da habe ich mir schon viele Pläne überlegt, auch schon einige Sachen aus dem Workshop abonniert, um das wirklich cool aussehen zu lassen. Deshalb, vielleicht bauen wir einfach hier dann einen Busplatz hin. Und lassen dann das Shuttle bis hier fahren und dann bauen wir hier schon mal einen Bahnhof vor. Damit wir das. Ja, ich baue jetzt eine ganz neue Straße dann dafür. Nur das Beste für den Shinkansen-Bahnhof. So, das sollte halbwegs gerade sein. Und dann Gebäude, Busstation. Kann natürlich etwas länger ausfallen. Es baut hier sogar schon Ampeln. Hochmodern. Und auch schon eine ganz neue Straße. Das kann nicht mehr lange dauern, dann müssen wir die richtigen Straßen kriegen, wenn der hier schon baut. Schon schick. Natürlich brauchen wir generell erstmal eine Straße zum Flughafen. So kann das natürlich nicht bleiben.
Und dann bauen wir hier den Bahnhof. Und lassen Flugzeuge fliegen. Viel Fort zufolge. Linie von. Nein, das nicht. Ich muss vielleicht erstmal. Zack. Dann baue ich hier aber auch einen schönen Busparkplatz. Nicht einfach nur eine Haltestelle. Was ist denn jetzt hier Linie 1? Tokio Airport Shuttle. Vor allem ein Shuttle dann mit den hochmodernen Bussen. Mit denen hier. Drei Stück. Tokio Airport Shuttle. Jo. Dann den Bahnhof, den ich ja schon mal vorbauen wollte. Ich würde mal sagen, wir gönnen dem Bahnhof vier Gleise. Es muss auch sehr lang werden, weil der Shinkansen ist unfassbar lang. Eine Oberleitung kann meinetwegen auch direkt hin. So, jetzt soll das natürlich parallel sein zur Straße, die wir schon hier so schön gerade lang gezogen haben. Das muss eh ein bisschen weiter weg, weil ich möchte hier ein großes Bahnhofsgebäude bauen. Das größte, was wir haben. Ist in Ordnung. Ja, doch. Ist in Ordnung. Das bauen wir später dann noch künstlich schön aus. Ich würde ihm jetzt zwar gerne verbieten, hier Häuser zu bauen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht wirklich klappt. Man kann zwar hier sagen, Straßen zum Spielereigentum machen, aber bei mir hat er dann trotzdem bislang immer Häuser gebaut. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken. So, das ist jetzt erstmal nur ein Platzhalter, damit wir hier schon mal, damit wenigstens diese Fläche frei bleibt. So, und jetzt können wir aber endlich von Tokio nach Shanghai fliegen. Tokio, Shanghai, Flugzeug. So, dann kaufen wir doch mal dieses super tolle. Das fliegt nur 137 km/h schnell. Das dauert ja dann eine Stunde, bis das geflogen ist. Ich kaufe mal direkt vier Stück. Da passen auch nur zwei Leute oder so rein, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie stark der Andrang auf diese Linie sein wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da recht schnell deutlich flottere Flugzeuge kriegt. Die fliegen am Ende bis zu 900 km/h. Und dann lohnt sich halt in meinen Augen nur so eine lange Strecke, damit sie auch wirklich schön und stilecht ist. Ich muss mal nachmessen, wie lang diese Karte ist, damit ich da so ein grobes Gefühl für habe. Ich glaube, 40 Kilometer oder so müsste die eigentlich lang sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Da unten ist, glaube ich, Kuala Lumpur. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Es müsste eigentlich Kuala Lumpur sein. Schick, schick. Ja. Da hinten. Da ist, was ist da nochmal? Bangkok. Bangkok ist da. Und da sieht man schon die fette Skyline von Seoul. Okay, dann dauert das doch nicht so lange. Geht eigentlich, ne? Sind wir ja schon fast da. Vielleicht kommt die Skyline von. Wie hieß sie?
Ich habe es gerade vergessen. Es ist abends, spät abends. Ich verzeiht mir das. Konnichiwa, genau, so hieß die Stadt. Und am Ende der Bucht taucht auch schon unser Zielflughafen in Tokio auf. Gleich. Da ist schon die Tokio-Halbinsel und der setzt sogar schon zum Landeflug an. Wieder so eine furchtbar hässliche Klippe. Aber wenn ich das schon wieder sehe, ne? Furchtbar. Ja, sehr schön. Wir sind sicher gelandet. In Tokio. Und da kommen auch schon die anderen Maschinen gelandet. Stehen denn hier jetzt schon Menschen? Irgendwie nicht. Irgendwie kommt das. Ja, da seht ihr, da haben wir schon das erste Cargo-Flugzeug, glaube ich. Ich meine, das wäre ein Cargo-Flugzeug gewesen. Aber wir haben ja kein Depot. Einmal nachsehen, ja. Das ist für alle Güter. Ein schönes Cargo-Flugzeug. Also, falls wir eventuell. Muss man mal gucken, ob wir das vielleicht machen. Die kommen ja wieder nicht hinterher, ne? So viel Treibstoff steht hier rum. Ist mittlerweile in die Rate hier hochgegangen? Ja. Seht ihr, dann lag es wirklich an den LKW, dass die Rate hier so niedrig war, weil hier habe ich ja sonst nichts groß geändert. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Warum habe ich das nicht geglättet, oder? Furchtbar. Sowas auch noch von meiner Hand erbaut. Schlimm. Ich schäme mich. Das ist doch schon etwas besser. Alles klar, Leute. Alles klar. Ich möchte gerne mal wissen, wie es um Tokio steht. Die kriegen auf jeden Fall sehr viel Treibstoff. Denen fehlen jetzt noch Pakete. Und eigentlich möchte ich, dass Tokio am Ende auch wirklich die größte Stadt überhaupt ist. Deshalb möchte ich die jetzt eigentlich auch wirklich top versorgen. Sprich, ich brauche jetzt eigentlich ganz, ganz dringend Pakete hier hinten. Waren, okay. Das sind Waren. So, jetzt lass mich mal gucken. Wo haben wir Kunststofffabrik? Da oben haben wir eine Kunststofffabrik. Die braucht aber Öl. Eine Ölquelle hätten wir hier. Hier hätten wir überall noch Ölquellen. Das heißt, wir müssten von hier das Öl nach da bringen. Nach da bringen. Und dann müssten wir das irgendwie hier rüber fliegen. Jetzt habe ich schon fliegen gesagt. Ich wollte eigentlich nur bringen sagen. Aber fliegen ist natürlich gar kein so schlechter Ansatz. Ich würde sagen, dann bauen wir hier einen Cargo-Flughafen und fliegen das hier rüber. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Ich glaube, das mache ich auch so. Und mit Zügen muss ich dann halt gucken, wie ich hier wahrscheinlich einmal hier so rüberziehen. Das mache ich so. Das mache ich so. Ein Gleis reicht auf jeden Fall. Eine Oberleitung möchte ich jetzt hier noch nicht. So ist es auf jeden Fall noch verbunden.
Gleise. Hier möchte ich natürlich direkt wieder eine Brücke haben. Nein, ich möchte keine Oberleitung. So weit sind wir hier noch nicht. Auch wenn ich nicht glaube, dass es noch lange dauern wird. Aber dann geht das ja mit dem Elektrifizierungstool auch ganz flott. Kriege ich die jetzt ernsthaft nicht höher? Dann könnte das hier sehr problematisch werden mit einer Brücke. Dann müsste ich das nämlich erstmal hier lang bauen und dann. Ja, wir haben auch schon neue Brücken. Es kann, glaube ich, wirklich nicht mehr lange dauern, bis wir. Neue Züge kriegen. Wir haben auf jeden Fall schon mal neue LKW, das ist ganz gut, weil wir müssen dann hier vom Flughafen hier runter mit LKWs, würde ich sagen, fahren. Oder eine Zuglinie, muss ich noch gucken gleich. Soweit sind wir noch nicht. Erstmal müssen wir irgendwie Plastik darüber kriegen. Es wird schon schwer genug. So, dann bauen wir. Straße kann man hier auch erstmal weg. Der Einfachheit halber. Hier baue ich jetzt mal keine Brücke, hier ziehe ich einfach so eine Kreuzung. Und dann kann hier der Endbahnhof hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, klappt. Gut, dann würde ich das aber. Machen wir das zweigleisig oder eingleisig? Ich glaube, da brauchen wir zwei, sonst kriegen wir hier unten das Öl nicht weg. Es ist knapp, aber es passt noch mit den Pfeilern. Eigentlich hat das jetzt wenig Sinn gemacht, das Gleis da lang zu bauen und jetzt auf die andere Seite bauen müssen. Ah, ist jetzt egal. Dann bauen wir hier halt mal verkehrt rum. Oder? Brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Kannst du auch so machen. Ist auch kein Ding. So ist ja falsch rum. Oder? Ja. Nee. Man fährt rechts normalerweise. Egal. Egal. So. Bauen wir jetzt so rum. Hauptsache ist, dass man hier zwei Gleise hat. Und wir haben direkt schon ein neues Flugzeug. Ups. Muss ich gleich mal gucken, was für ein Flugzeug das ist.
haben jetzt auch schon die neuen Signale hier. Hier hatten wir noch die alten. Jetzt haben wir eine halbe Strecke mit alten Signalen und eine halbe mit neuen. Das ist auch toll. Wie das genau jetzt umgeschlagen ist. Während ich hier eine Linie baue. Unfassbar. So. Hier zwischenzeitlich mal ein paar Signale. Rein vorsorglich. Nein, das war falsch herum. Ich hoffe, das passt alles so, wie ich mir das gerade vorstelle. Müsste aber eigentlich so. Wie kriege ich jetzt am besten einen Zug darauf? Ja, eigentlich können wir von hier ein Gleis abzweigen lassen und das hier drauf führen. Das hier brauchen wir zwar eigentlich nicht, weil wir die Züge nicht zurück ins Depot schicken, aber dem Realismus halber bauen wir das jetzt einfach mal so. Gut. Dann muss das Ganze natürlich gleich noch geglättet werden, aber das mache ich gleich. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir irgendwie neue Züge bekommen? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus. Ich glaube, die hier hatten wir schon einmal verwendet. Oder? Warum sind die denn hier alle so langsam? 1910 hatten wir schon 115 und jetzt sind wir auf 80 zurückgefallen. Zwischenzeitlich auf 70. Aber gut, schneller als 80 können diese Wagen hier eh noch nicht fahren. Deshalb ist das eigentlich auch egal. Hauptsache, sie haben möglichst viel PS, um hier lange Züge zu transportieren. Muss gerade mal gucken wegen der Länge. Sollte hoffentlich so passen. Vielleicht ein weniger. Ich wollte eigentlich zwei kaufen. So. Die habe ich die Route schon erstellt? Nein, oder? Nö. Habe ich noch nicht. Ich habe sie nur nicht benannt jetzt. Egal. Dann benennen wir die noch in Ölquelle nach. Nee. Nein. Kunststofffabrik. So. Das ist natürlich der Bahnhof. Ölquelle. Andersrum ist in Ordnung, damit auch alles schön gleich ist. Jetzt finden wir hier natürlich noch eine Straße. Oh, wir haben die neuen Straßen jetzt. Dann haben wir jetzt aber auch endlich diese asphaltierten Landstraßen hier. Das gefällt mir. Hier haben wir noch Signale vergessen. Sorry, falsches Signal. Ja, ich war gerade hier. Nein, das ist schon richtig. Hallo, so. Dann ist das jetzt auf jeden Fall schon mal verbunden. Glätten muss ich später auch noch. Jetzt aber erstmal der Flughafen. Güterflugplatz.
Machen wir mal so. Dann bauen wir hier eine mittlere Landstraße vorbei. Bauen das hier auch noch zur Landstraße aus. Und dann schicken wir hier LKW rüber. Da haben wir aber, glaube ich, gerade neue bekommen. Jetzt haben wir auch einen neuen Zug bekommen. Hier. Und dann brauchen wir natürlich noch erstmal hier in Tokio ein Cargo Platz. Cargo Terminal. Und dann können wir hier eigentlich auch schon die Fluglinie erstellen. Das müsste passen. Und jetzt müssen wir eigentlich das nur noch herunterkriegen und dann müssen wir noch Stahl runterkriegen. Da haben wir hier und hier eine Mine, hier die Stahlfabrik. Das würde ich sagen, machen wir dann mit dem Zug. Und hier erstmal würde ich die Straße hier gerne zu einer Landstraße ändern, wenn es geht. Aber nicht so weit eigentlich. Nur bis hier oder so. Dann baue ich hier vielleicht erstmal eine Abzweigung. So, deshalb kurve ich hier schön gerade. Wer baut sowas? Wer baut sowas? Schlimm. Wirklich schlimm. Und dann können wir jetzt die neuen LKW entlang schicken. Würde ich sagen, bauen wir das hier gleich um. Und dann unten noch ein LKW-Depot. Die Straße hier noch ausbauen. Zack. Das sieht nicht schön aus. Dann muss es hier hin. Tokio Plastik-LKW können wir auch direkt kaufen jetzt eigentlich. Brauchen wir den hier? Nehmen wir mal 5 Stück. Dann müssen wir hier natürlich auch noch welche kaufen. Da ist das Depot. Ja, auch die. Nehmen wir mal 3 Stück. Das ist ja eine kürzere Distanz. Plastik-LKW, wo ist er da? So, dann fehlt jetzt nur noch die Flugroute. Habe ich die schon erstellt? Nein. Machen wir das auch zuerst. Hat er hier mal eine schöne Landstraße zurückgebaut?
schon war. Irgendwie so, als hätte ich diese Route schon erstellt. Hab ich auch. Aber warum zeigte die mir nicht an? So, dann müssen wir natürlich noch hier unseren Flieger kaufen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal neue Passagierflugzeuge, die ein bisschen schneller sind. Aber jetzt auch nicht so viel schneller. So, hiervon würde ich... Ja, es ist schon eine geringere Kapazität. 4 Stück kaufen. Ich habe gerade gar nicht geguckt, wie schnell die hier sind. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Maximalen Flughöhe. Zeig mir, wie viel du fliegen kannst. 150. Na gut. Das ist jetzt noch nicht so schnell, aber guckt euch das Ding an. Dass das überhaupt Güter transportieren kann. Sieht sehr eigenartig aus. Naja. So. Das fliegt jetzt schön nach Tokio. Die ganze Armada von Flugzeugen hier jetzt. 5 Stück in einer Reihe. Wie sieht's eigentlich hier mit dem Personenverkehr aus? Sieht prächtig aus in Tokio. Sind ein paar Leute, ein paar viele Leute. Das hier ist in Ordnung. Das hier ist in Ordnung. Ja, hier stehen auch viele Leute. Ich glaube aber auch die Trams, ganz ehrlich, die sehen mittlerweile ein bisschen heruntergekommen aus, hier diese ganzen Ivans oder wie sie hießen. Ich glaube, ich ersetze die jetzt alle einfach mal hier. Dann brauche ich aber nicht so viele, die haben eine deutlich höhere Kapazität. Verkaufe ich dann auf jeden Fall mal. Und die 5, die... Nein. Och nö. Das wollte ich nicht. Hier ersetzen durch... Ja, stimmt. Ich habe noch keine... Hier habe ich noch keine E-Gleise verlegt. Eigentlich müssen wir die Linie ausweiten, weil die deckt bei weitem nicht mehr die ganze Stadt ab. Eigentlich müssten wir die hier nochmal einen Abstecher nach hier unten machen lassen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Dann können wir hier die Oberleitung wieder wegmachen. Jetzt habe ich aus Versehen die ganze Ladung weggemacht. Dann ein paar neue Haltestellen. Hier, da und da. Dann bearbeiten wir die Linie. Ich reiß das Ding jetzt komplett weg. Also ganz löschen wollte ich es jetzt eigentlich nicht. So ist das in Ordnung. Dann ersetzen wir alle Ivans durch eine. Wo denn bitte nicht?
Das zeigt er mir in diesem Spiel leider nie an, wo etwas schiefgehend. Oder ist das, weil die Linien hier noch teilweise auf den... Ich glaube, das ist, weil die Bahnen noch auf den alten Gleisen stehen. Weil ich die Linie ja gerade geändert habe. Ich lasse die erstmal gerade alle auf die neuen Gleise fahren. So. Also ein paar hat er ersetzt. Ein paar nicht. Also irgendwas stimmt mit den beiden Bahnen hier nicht. Wo auch immer die sich gerade rumtreiben. So, jetzt geht's aber. Jetzt fahren sie hier alle. Ganz, ganz toll. Wirklich traumhaft. Diese Werkzeug-LKWs, die sind aber auch schon. Die haben am meisten Platz. Nämlich die. Joa. Glätten muss ich jetzt eigentlich nur noch. Und mal gucken, ob mittlerweile Leute mit unserem Passagierflugzeug fliegen. Hier steht einer. Wo ist er denn? Ach da. Die Kim Seong. Die will hier mit dem Flugzeug fliegen. Na, hier stehen ein paar mehr Leute. Die Kang Eun-young, die Choi Isoil, die Chung Seong und die Mun Eun-young. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die heißen alle gleich. Also ich glaube, den Namen Yong hatte ich doch hier gerade schon. Hier, Eun-young. Auch Eun-young. Vielleicht sind die verwandt. Naja. Ausbauen muss ich die Linie jedenfalls noch nicht. So beliebt ist sie leider noch nicht. Was eventuell aber auch daran liegen könnte, dass Shanghai einfach überhaupt keine Entwicklung hat, weil die noch überhaupt nicht beliefert wird. Das hätte ich vielleicht erst machen sollen. Können wir hier theoretisch auch mit Kunststoff? Haben wir hier irgendwo Kunststoff? Wir haben hier doch gar keine Kunststofffabrik. Oder bin ich jetzt blöd? Also sorry, ich sehe keine andere auf dieser Karte. Na toll. Das heißt, das hier unten ist unsere einzige Fabrik, die Plastik herstellt. Ja, das wird ein Spaß. Damit Tokio und Shanghai zu versorgen. Haben wir eine zweite Treibstoffraffinerie? Wir haben auch keine zweite Treibstoffraffinerie. Wir finden diese zwei Riesenstädte mit einer Treibstoffraffinerie, die jetzt schon fast auf dem höchsten Level ist. Eine neue Tram und einen neuen Zug, sehr schön. Ja, okay. Ich glaube aber, daraus wird jetzt einfach eine XXL-Folge, 45 Minuten knapp. Vielleicht schneide ich ein bisschen was raus. Und da mache ich jetzt auch wieder Schluss.